Das ist ja nicht mehr viel. Das, guck mal, das geht ja hier jetzt ratzifatzi, wo wir das jetzt auffüllen. Ich glaube, ich werde auch... Ah, wir müssten mal Mist klar machen und einen Anhänger Mist rüberbringen zur Gärtnerei, ne? Umfährt er aber schön, ne? Er erkennt das sauber und umfährt den Gegenstand, wollte ich sagen, den Michael, den Häcksler quasi. Den umfährt er schön, das ist cool. Manchmal funktioniert Cosplay ziemlich gut. Cosplay? Manchmal funktioniert CP richtig gut. Ach ja, manchmal. Ich habe heute so ein bisschen andere Musik an, die irgendwie nicht so gut ist, wie die Musik, die ich sonst immer anhab. Deswegen mache ich jetzt erstmal wieder die Musik an, die ich sonst immer anhab. Wir können eigentlich mal hier reinhören. Also ich auf jeden Fall. Ihr nicht? Ihr hört andere Musik? Aber ich höre da mal rein. Hi. So, das. Dann können wir hier auch nochmal kurz gucken, was sich da noch so getan hat. Boah, nix weiter. Ist gut. Ah. Ja, ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Nebenbei. Da stellt einer die Frage, was sind das für gelbe Punkte auf der Karte? Das hat er schon mal gefragt und ich habe mich gefragt, hä, was will der von mir? Was willst du, Dude? Aber jetzt weiß ich, welche gelben Punkte er meint. Er meint die Goldmünzen. Also die gelben Punkte, die du hier auf der Karte siehst, überall, das sind Goldmünzen. Die müsste man nochmal einsammeln. So, ich habe den so ein bisschen... Ich habe ja eigentlich auf aktuell gesetzt, ne? Also von dem her müsste das eigentlich gut funktionieren. Das ist jetzt sehr interessant. Warum bist du denn auch da, Kollege... Kollege Schnürschuh. Du hättest doch schon längst weg sein sollen. Der ist nicht auf seine Warteposition gekommen, ne? Oder auf seine Parkposition. Der dreht sich da ein zurecht, ne? Ich hab's gerade noch gelobt, ne? Ich hab's gerade noch gelobt und jetzt kommt diese Scheiße wieder, ey. Aber der wollte halt, ja, der wollte erst zu seiner Parkposition oder Warteposition und dann wäre er erst weitergefahren. Obwohl, er hatte doch eigentlich schon drinne, dass er zu 3 fahren sollte. Jetzt hängt er da am Baum. Ich lach mich tot, ey. Jetzt hängt er hier am Baum, ey. Naja. Manchmal hast du es halt, ne? Manchmal ist CP. Hat CP so seine ganz eigene. So seine ganz eigene Welt. So, jetzt läuft das. Das ist auch gut. Karl wartet, bis der Füllstand erreicht ist. Das heißt, er wartet, bis der Füllstand von dem. Achso. Der wartet, bis der Füllstand erreicht ist vom anderen Abfahrer, um dann hinter den Abfahrer nebenher zu fahren. Das heißt, wenn der jetzt gleich auf 50 ist, würde Karl losfahren. Pass auf, gleich passiert's. Und der soll warten bis 50. Abfahren bei 100, bitte. Pass auf, gleich ist er, jetzt ist er 50 und Karl fährt los. Das funktioniert gut, ne? Da kann man sich echt nicht beklagen. Sieht auch gut aus. Ach ja, Igor hier überall am... Igor mäht überall die Leitpfosten weg. Sehr schön. Sauber. Ja, Jonas steht rum. Für Jan haben wir auch gerade nichts zu tun. Matthias holt eine weitere Ladung Gülle. Ja, und Ernie haut sie raus, ne, die Gülle. Er haut sie raus. Darfst nachher nochmal schön grubbern. Freust dich ja auch drüber. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Ah, guckt euch das Feld an, ey. Das sieht so mad aus, ey. Ich hoffe, dass die Textur ist auch scheiße, meiner Meinung nach.
Die ist so gar nichts wert. Und ich finde sie hässlich. Aber ich habe aus irgendeinem Grund habe ich den Gülle-Mist-Mod wieder raufgenommen. Weil er wahrscheinlich in irgendeinem Package drin war oder so. Und ist ja irgendwie geblieben. Oder kann das an dem... Ne, kann ja nicht an dem Gülle-Mist-Mod liegen, dass das... dass die Kombination von Gülle-Fass und Gülle-Grubber-Gedöns nicht mehr funktioniert, oder? Da ist doch irgendwas anderes im Argen gewesen. Steyr-Multi hat durchdrehende Reifen. Warum auch nicht? Aber dafür bin ich ja da, ne? Dafür ist ja der liebe Tizian da, um sich mit solchen Problemen zu beschäftigen, wie durchdrehende Reifen, festhängende Fahrer und so weiter und so fort. Aber lieber mache ich das, mich um die Abfahrer kümmern, die sich mal wieder irgendwo festgegangen haben, als die ganze Zeit neben irgendeinem Drescher hinterher zu fahren oder selber einen Drescher zu fahren, um Himmels Willen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal in meiner gesamten LS-Karriere ein komplettes Feld abgeerntet habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe immer den Helfer genommen. Wenn nicht CP, dann einfach so einen Helfer. Ich glaube, ich habe das noch nie selber gemacht. Das sieht gut aus. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Immer wieder nur wiederholen. Es sieht alles gut aus. Oh. Hier holen wir uns noch ein bisschen Gär. Substrat. Ich werde Jonas mal rüberschicken zum Hof. Und zwar... Achso, pass mal auf, das weg. Der kriegt den Kurs. Denn BGA oder Hof von BGA. Genau. Und dann geht das hoch zum Kuhstall. Hof zum Kuhstall. Weil Matthias wird nämlich irgendwann gleich fertig sein. Und wenn er denn fertig ist, der gute Matthias, dann können wir Matthias mit dem großen Anhänger ausrüsten. Oder mit dem kleinen Anhänger, je nachdem. Bin mir noch nicht so sicher. Aber wir können den großen Fliegel nehmen. Und dann kommt der voll mit Mist. Und kommt weg zum Gartencenter. Und dann lassen wir Dünger daraus produzieren. Was siehst du? Igor ist da. Sehr schön. So, das, was Igor jetzt ja gleich braucht, ist... erstmal müssen wir mal kurz reinigen. Weil guck mal, Mist ist schon wieder randvoll. Ihr macht aber auch immer einen Haufen Mist, die Kühe. Ey. Oder die Kühe machen immer einen Haufen Mist. Das ist Wahnsinn. So, einmal kurz das Gerät reinigen. Das, was wir hier so haben. Warte mal. Hürlimann, durchdrehende Reifen. Karl, was ist los? Da war die Wende zu groß. So, wenn ich dich jetzt hier drauf setze, kriegst du es hin. Ja. Ich hoffe es. Doch, sieht gut aus. Oh, scheiße, wie steht Stefan denn da schon wieder? Ah gut, er weicht noch aus. Oh, nicht dein Ernst, oder? Wieso wechselt er denn jetzt auf einmal den Anhänger? Oh, jetzt wechselt er wieder. LOL! Jetzt habe ich ihn weggeschickt. Naja, egal. Jetzt hat er Pech gehabt. Jetzt habe ich ihn weggeschickt. Weil ich dachte, dass es nicht so funktioniert, wie es soll. Aber okay. Pech gehabt. Mal einmal kurz das ganze Gerät reinigen. Ja, und dann ist die Frage der Fragen, wie mache ich das denn jetzt mit den Feldern? Ich glaube, da fahre ich selber schnell hin. Ich glaube, da mache ich jetzt, das sind so kleine Felder. Achso, wir müssen jetzt erstmal sparen, ne? Ja. Das sind so kleine Felder. Wenn ich da jetzt noch wieder großartig mit ein bisschen was selber machen, würde ich ja auch. Also,
bin ja ein Freund der Automatisierung. Aber so ein bisschen was hin und wieder mal selber durch die Gegend fahren, kann auch nicht schaden. Oh. Alles klar, das Mähwerk kriege ich da nicht unter. Dann stellen wir es da vorne hin. Ne, dann fahren wir gleich mit Igor auf jeden Fall zu Fuß, wollte ich gerade sagen. Mal kurz händisch rüber zur ersten Wiese, wo er sparen soll. Haben wir ja beim Mähen auch gemacht. Also vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich mal richtig viel Langeweile habe, dass ich da diese ganzen Wiesen mit Strecken verbinde. Aber jetzt momentan habe ich da irgendwie keinen Bock drauf. Tut mir leid. Ich will selber fahren. So, zack. Vor allen Dingen ist ja auch gerade nichts los. Also, oder was heißt nichts los? Es ist sehr, sehr viel los, aber es funktioniert alles. Sagt er, und danach kommt dann Stefan um die Ecke. Stefan sagt mal wieder, Chef, nee. Du hast dir vielleicht gedacht, dass alles in Ordnung ist, aber nee. Ist es nicht. Aber es sind noch ein paar Runden. Vielleicht, die nächste könnte schon wieder unkritisch werden. Die nächste Runde könnte tatsächlich unkritisch werden. Deutsch CTV hat schon wieder... Was? Warum hat der denn durchdrehende Reifen? Ah, hat sich schon wieder erledigt. Hat sich schon wieder erledigt, sehr schön. Auf welchen Füllstand wartet eigentlich Heiko jetzt gerade? Weil wir sind ja schon bei 80 und er kommt nicht hinterher. Sehr interessant, sehr interessant. Mal gucken. Wir sind jetzt gleich bei 90. Oder ist irgendjemand anderes noch im Trigger? Nee, ne? Jetzt sind wir gleich voll. Und zwar jetzt. Und Heiko bewegt sich immer noch nicht. Doch, jetzt bewegt er sich. Sehr schön. So, abfahren. Fort mit dir. So, wir schnappen uns... Habe ich angehangen? Ja. Wir schnappen uns Igor und fahren zuerst in Wiese bei der Brauerei. Ach, der New Holland soll aufgetankt werden. Der müsste, glaube ich, eher an der Tankstelle vorbeifahren. Also Jonas müsste eigentlich eher an der Tankstelle vorbeifahren. Das sollte also kein Problem sein für ihn. Wo bewegt er sich gerade, der Jonas? No, der ist schon auf dem Weg hier hoch. Ja, auf dem Weg hier hoch fällt ihm ein. Hey, mein Tank ist leer. Da vorne ist er schon. Warte mal, Jonas. Halt, 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 Jonas. Stopp. Stopp. Halt an. Stopp. Wir müssen dann nochmal kurz was am Hof erledigen. Am Hofe. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Das wird nämlich total klug sein. Oder das ist total klug. Ich fahre jetzt nicht zur Tanksäule und tank ihn, sondern nein. Ich fahre einmal rum. Außenrum. Setz ihn dann wieder auf die Strecke und dann fährt er nämlich selber an der Tanksäule vorbei und tankt selber. Und wenn er fertig ist, fährt er hoch. So machen wir das. Das ist total Fuchs. Ich bin ja froh, dass immer nach einem Neustart die Leitpfosten wieder neu aufgestellt werden. Ne? Stellt euch mal vor, die würden die ganze Zeit liegen bleiben. Also, die fährst du einmal um und dann bleiben sie liegen. Wie doof wäre das denn? So, Igor. Weil die rasierst ja teilweise echt ganz gut ab, ey. Manchmal hast du echt das Problem, von wegen, dass du da rumfährst und hier und da hängen bleibst. Dies und das, knick, knack. Ihr wisst, was ich meine. Naja, so ist das halt immer wieder, ne? Bin gespannt, wann wir die 1500 Abonnenten erreichen auf YouTube. Da bin ich echt gespannt drauf, wann das dann sein wird.
Aber rein theoretisch, wenn man so jetzt über die Zahlen rüber guckt, wie viele Abonnenten so täglich dazukommen, dann kann man das ja eigentlich so ein bisschen hochrechnen, ne? Der hat jetzt einen Trigger erreicht. Ob bitte war's? Warum fährst du denn nicht an die Tankstelle? Ah, okay, jetzt tankt er sich auf. Keine Ahnung, das Ding hat er irgendwie als Trigger erfasst und wollte nicht das machen, was ich eigentlich für ihn gedacht hatte, dass das machen soll. Ah, ich war nicht auf der Suche, ne? Ich war nicht in der Suchfunktion. Wiese. Wiese, Brauerei Süd. Genau, das ist die Wiese. Das ist der Feldrandkurs von der Wiese auf jeden Fall. Dann bauen wir mal das Ding um. Und zwar haben wir jetzt 12,5 Meter. Genau, das machen wir mal auf 10,5 runter. Im Südosten, Richtung Norden wenden, ne? Ja, Richtung Norden. Und zweimal zum Schluss kann wieder im Uhrzeigersinn sein. Und dann würde ich sagen, generieren wir den Kurs mal. Ich würde sagen, ich lasse ihn mal starten am 1. Und den Kurs speichern wir mal ab. Wiese, Brauerei, Süden, Schwaden. Was habe ich denn hier eigentlich eingestellt? Warum fährt er eigentlich hier drüben hin? Ach so, so habe ich das eingestellt. Okay, naja gut, dann ist auch in Ordnung. Höhlimann hat durchdrehende Reifen. Natürlich. Natürlich. Sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Lalalala. Zack. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Tour Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.